Wir starten mal mit der NATO. 2 Stunden haben Jens Stoltenberg heute und Olaf Scholz gemeinsam beraten. Die NATO hat ein Problem mitten in diesem Krieg und das hat einen Namen. Guter Erdogan, böser Erdogan. Spielt der türkische Staatspräsident ein doppeltes Spiel? Erst gestern gab sich die Türkei wieder freundlich, versuchte im Ukraine-Konflikt zu vermitteln. Wenn beide Seiten zusammenkommen wollen, stehen wir als gastgebendes Land gerne bereit, so wie in Antalya und Istanbul. Noch einmal, wir sind bereit, alles zu tun, was wir können. Recep Erdogan als fairer Makler? Europa kennt ihn anders. Zuletzt wetterte er gegen die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Und er will dabei bleiben. Helle, helle, Isveç. Wir sind sehr besorgt über diese 2 Länder, vor allem über Schweden, das so etwas wie eine Heimat für Terror ist. Erdogan provoziert, wo er kann. In Nordsyrien kündigt er ausgerechnet jetzt eine neue Offensive gegen Kurden an. Und im Dauerkonflikt mit NATO-Partner Griechenland bricht er den Kontakt zu seinem Kollegen Mitsotakis brüsk ab. Von nun an gibt es für mich keinen Mitsotakis mehr. Ich will mich mit ihm nicht wieder treffen. Deniz Yücel ist bei uns, Journalist von der Welt. Erdogan war eigentlich immer das Problem. Wer wüsste das besser als Sie? Sie saßen ein Jahr in türkischer Haft. Deniz Yücel, kann er in dieser Situation, kann er in diesem Krieg ein Teil der Lösung sein? Das weiß ich nicht. Aber ich hatte eine andere Befürchtung. Ich hatte die Befürchtung vor einigen Monaten, zu Beginn des Krieges, als die Türkei sich so als Vermittler aufspielte oder anbot, in Istanbul und in Antalya. Es sah so aus, als würde die Türkei eine internationale Aufwertung widerfahren. Und ich dachte, das kann doch nicht die Lehre dieses Ukraine-Krieges sein, dass wir sagen, auch die deutsche Politik gegenüber Russland ist gescheitert. Das war ein Fehler mit Autokraten. Autokraten sind keine verlässlichen Partner. Auch der Moment, wo eine Autokratie in eine Diktatur wandeln kann, das kann sehr schnell gehen. Und das Ergebnis, und dann wird ein Erdogan aufgewertet. Und um dann in 5 Jahren, in 10 Jahren zu sagen, oh, wir haben uns in der Türkei-Politik geirrt. Und deswegen habe ich so problematisch das jetzt für die NATO ist, die Blockade des NATO-Beitritts von Schweden und Finnland, kann ich dem etwas Positives abgewinnen, weil es daran erinnert, worum es in diesem Krieg geht. Es geht natürlich zuerst um die Ukraine, es geht um die Verteidigung der Ukraine, aber es geht auch um das, was man oft so westliche Werte nennt, man könnte es auch sagen zivilisatorische Werte. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, um Freiheit, um Grundrechte, Gleichberechtigung der Geschlechter, offene Gesellschaft, all das, was ein Putin hasst, was ein Erdogan hasst. Und dass Erdogan damit hat Erdogan sich quasi wieder dekouvriert. Genau, und deswegen finde ich das besser so rum. Und ich finde es höchst problematisch, wenn der Westen Erdogan jetzt Zugeständnisse machen würde. Im Beitrag wurden ja die Gründe schon angerissen. Das ist bei Erdogan, Außenpolitik hängt auch immer mit Innenpolitik zusammen. Aber ich will noch mal erinnern, die Kurden, um die es hier geht, das sind die Kurden, die vor 8 Jahren, als die Welt fast genauso gebannt auf Kobane schaute, haben die uns alle, da war genau die in Syrien, haben sie uns alle gerettet. Da war auch Ihre Partei, Herr Weber. Ich erinnere mich an Äußerungen von Herrn Kauder zum Beispiel, damals als Fraktionsvorsitzender, der sagte, zur Not müssen wir die PKK bewaffnen, um diese Barbarei im Namen des Islam, diese Barbarei aufzuhalten. Und das haben die Kurden gemacht. Und jetzt in dieser Situation, die Kurden wurden seither auch vom Westen immer wieder verraten. Und das ist jetzt meine große Befürchtung, dass man Erdogans Erpressungsspiel mitspielt und die Kurden einmal mehr verrät. Und das sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren. Manfred Weber schon angesprochen, neuer Vorsitzender der EVP, der Europäischen Volkspartei, Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender natürlich. Der Spiegel schrieb, Erdogan habe sich als Doppelagent geriert. Doppelagenten können sehr gefährlich sein, aber sie können auch nützlich sein. Wie interpretieren Sie das Spiel, das Erdogan spielt? Zunächst mal ist brandgefährlich, weil was wir brauchen in unserer Wertegemeinschaft, wir sind uns einig, es geht um einen Wertekonflikt, nicht nur um einen Konflikt zwischen 2 Ländern, Russland und der Ukraine.
Und in diesem Wertekonflikt brauchen wir Einheit und Geschlossenheit. Deshalb ist, was Erdogan jetzt aufführt, brandgefährlich. Und die Liste ist ja lang. Er hat ja bei den Flüchtlingen genauso versucht, Europa zu erpressen, an der Grenze dafür zu sorgen, dass mit Bussen Menschen an die Grenze gefahren werden, um Bilder zu produzieren. Er hat es an vielen Ecken versucht, Europa zu erpressen. Und deswegen bin ich der Meinung, es hilft da nur Entschiedenheit und Stärke. Aber er könnte auch ein Vermittler sein. Wer könnte sonst ein Vermittler sein? Das wird wahrscheinlich nur Moskau beantworten können, es wird nur Wladimir Putin beantworten können. Für mich ist die Fragestellung, ob es Vermittlungen, ob es Gespräche gibt, auch eine zutiefst ukrainische Frage, die ukrainische Politik entscheiden muss und nicht wir in Berlin. Aber um bei Türkei noch mal zu bleiben, Stärke heißt auch, der Türkei zu zeigen, sie haben ökonomisch enorme Probleme in der Türkei, auch zu zeigen, dass mit der Europäischen Union nicht zu spaßen ist. Dass die Europäische Union auch ihre Machtmittel, die sie hat, beispielsweise Zugang zum Binnenmarkt, die werden wir auch nutzen, um dafür zu sorgen, dass wir dort einen Partner bekommen, der auf Augenhöhe mit uns arbeitet. Man muss sich noch mal vergegenwärtigen, wir reden von Schweden und Finnland, zwei zutiefst demokratische, soziale Länder, die typisch, klassisch europäisch denken und ticken. Mhm. Und die wollen jetzt Mitglied dieser Wertegemeinschaft, dieser Verteidigungsgemeinschaft werden. Willkommen, sage ich da nur. Und insofern müssen wir auch gegen die Türkei da Kante ziehen. Und dann ist die Frage, wie man der Türkei das abverhandelt oder abverkauft. Dazu kommen wir noch, freuen uns über Claudia Roth, die Staatssekretärin für Kultur und eine gute Türkei-Kennerin, muss man im besten Sinne sagen. Putin ist, das ist nicht neu, Frau Roth, reklamiert Teile der Ukraine für sich. Wenn Erdogan das jetzt in Bezug auf Teile des Nordiraks und Nordsyriens tut, was ist da eigentlich so Granate anders? Also ich gebe Deniz Yücel wirklich recht. Ich glaube, wir zahlen jetzt ein Stück weit den Preis für eine politische Abhängigkeit. Wir haben ja gesehen, wie man abhängig ist von Gas und Öl, von Herrn Putin, was da draus kommt. Und wir haben eine politische Abhängigkeit seit langer Zeit mit Herrn Erdogan, mit seiner Türkei. Es gibt ja auch noch die andere Türkei, das darf man nicht vergessen. Mhm. Und er benutzt die, er versucht die zu benutzen, erpresserisch zu benutzen. Wie will denn jemand Friedenslösungen verhandeln, der gleichzeitig in Syrien völkerrechtswidrige Angriffe fährt, der gleichzeitig im Nordirak völkerrechtswidrig militärische Angriffe führt, der in Griechenland sich unsäglich provokant gegen Griechenland positioniert. Das ist sein Spiel. Ja, er versucht, sich sozusagen außenpolitisch als Macht darzustellen. Mit Verlaub, er hat auch eine gewisse Macht, das muss man einfach eingestehen, wenn ich mir anschaue, er kann den Bosporus auf- oder zumachen. Und er versucht, innenpolitisch zu punkten. Darum geht es natürlich auch. Im nächsten Jahr sind Wahlen in der Türkei und da muss er punkten. Und von einer schlechten wirtschaftlichen Situation Wirtschaftlichen Wille abhängen. Aber wir haben uns eben abhängig gemacht in der Flüchtlingsfrage, weil er sozusagen die Flüchtlingsabwehrpolitik mit unterstützt hat und die NATO hat mit Verlaub über lange Zeit keine Reaktion gezeigt auf viele Angriffe, die Erdogan geführt hat, sei es auf NATO-Partner oder sei es in Syrien und sei es im Nordirak. Sein Erpressungspotenzial war offensichtlich immer stärker. Gwendolin Sasse ist bei uns, Osteuropa-Expertin. Jahrelang befassen Sie sich mit Russland und mit der Ukraine und vor allen Dingen eben mit den osteuropäischen Ländern. Frau Sasse, ich würde gerne als erstes nach diesem Zitat von Andrzej Duda, dem polnischen Präsident, gerne heute fragen wollen. Der hat kritisiert, und zwar sehr kritisiert, dass Macron und Olaf Scholz so ausführlich mit Putin telefonieren. Finden Sie eigentlich auch, dass zu viel von Berlin und Pariser Seite mit Putin telefoniert wird? Und welchen Eindruck erweckt das gerade bei den Osteuropäern? Mhm. Wenn ich ganz kurz auch noch bei Herrn Erdogan bleiben darf und dann komme ich auf die Telefonate zu sprechen. Wenn die Türkei und wenn Erdogan überhaupt eine mögliche Vermittlerrolle hat spielen können, dann verspielt er sie jetzt gerade. Also aus der Ukraine kann er natürlich ab diesem Zeitpunkt gar nicht mehr als ein neutraler Vermittler oder jemand, der zumindest in Äquidistanz zum Westen und zu Russland handelt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil wir ihn ja bis gestern in unseren Gedanken immer noch hatten und dachten, er könnte ein potenzieller Helfer beim Zustandekommen von Verhandlungen sein. Wir gehen die potenziellen Verhandlungspartner weiter durch. Stichwort ist,
Ist es gut, zu diesem Wladimir Putin weiter einen so engen telefonischen Kontakt zu halten? Ich weiß gar nicht, wie eng dieser Kontakt wirklich ist. Natürlich wird es und kommen diese Vorwürfe, insbesondere auch aus Polen, vor dem Hintergrund natürlich einer schlecht gelaufenen Kommunikation dieser Regierung, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass nach wie vor keine schweren Waffen angekommen sind aus Deutschland in der Ukraine. Es geht also nicht nur um diese Telefonate, an denen macht man jetzt einen größeren Punkt fest. Generell ist es natürlich richtig, dass man weiterhin austestet, wann der Moment für Diplomatie kommt. Mhm. Allerdings sind die Signale, die aus Berlin und auch aus Paris kommen, die gehen darüber hinaus. Und im Moment ist einfach deutlich zu sehen, dass es keinen Verhandlungsspielraum gibt. Aber diese Telefonate, an denen sollte man das nicht nur festmachen, die sind auch dafür da, um zu sehen, ob sich irgendetwas verändert. Mhm. Auf jeden Fall ist da weder die NATO noch die EU dieser Tage geeint. Und darauf zielt dieses polnische Zitat natürlich ab. Darauf zielt das polnische Zitat, aber darauf zielt am Ende doch auch alles, was Wladimir Putin tut. Im Grunde Streit zwischen die NATO-Partner und die europäischen Partner zu bringen. Und das tut er mit Erfolg, Fragezeichen. Das wird das Thema unserer Sendung sein. Wir freuen uns, dass auch Elmar Tevensen uns zugeschaltet ist aus Washington, der Leiter des ZDF-Studios in den Vereinigten Staaten. Elmar, gehen wir noch mal zurück zu Erdogan. Er blockiert ja nicht nur innerhalb der NATO. Er streitet sich mit Griechenland. Er operiert in Syrien mit den Islamisten. Warum protestiert darüber und dazu nicht eigentlich auch der US-amerikanische Präsident? Warum dazu von Biden kein Wort? Weil er Erdogan eher auf dieser Vermittlerposition sieht? Also hier in Washington ist man natürlich sehr genervt von Erdogan. Manche sagen sogar, die Kriterien, die jetzt Finnland und Schweden erfüllen müssen, um Mitglied der NATO zu werden, die würde Erdogans Türkei, wohlgemerkt Erdogans Türkei, heute gar nicht mehr erfüllen. Man würde also einen Aufnahmeantrag aus der Türkei verweigern, wenn Erdogan einen Antrag stellen müsste. Ja. Also ist hier die Frage, zumindest im Hintergrund, im Raum, muss man nicht die Bündnisse neu sortieren. Aber im Weißen Haus sagt Joe Biden eigentlich sehr klar und deutlich, wir müssen jetzt erstmal versuchen, Lösungen zu finden. Und man glaubt hier, dass das eine Frage des Preises ist. Erdogan will etwas, allen voran von Washington. Er möchte Modernisierungspakete für die F-16-Kampfflugzeuge haben, die er schon hat. Er würde gern noch viel mehr brandneue F-16-Kampfflugzeuge bekommen. Die kriegt er nicht, gibt es keine Zustimmung im amerikanischen Kongress. Mhm. Aber es gibt auch wirtschaftliche Interessen. Und da ist es vielleicht eine Lösung, das, was Biden im Juli vorhat. Er will im Juli nach Saudi-Arabien reisen. Und Erdogan hat ein riesiges Interesse, die Beziehungen zu Saudi-Arabien wieder zu normalisieren, auch wirtschaftlich auszubauen, in Bezug auf das Öl beispielsweise. Erdogan ist selber Ende April in Saudi-Arabien gewesen. Und möglicherweise kann so ein Dreiecksgeschäft entstehen. So hofft man hier jedenfalls, wenn Präsident Biden vermittelt. Aber man hat hier schon das Gefühl, dass Erdogan zunehmend ein hoffnungsloser Fall ist. Das heißt, man könnte auf diese Rüstungsgeschäfte eingehen, Elmar, und auf der anderen Seite auch auf die Auslieferung aktivistischer Kurden. Wird das dann überhaupt erwogen? Nein, also da wird keine Kompromissbereitschaft sein, weil das ein Kotau wäre, der im Grunde genommen signalisiert, all das, was Biden ja postuliert, es geht hier um eine Auseinandersetzung zwischen Demokratien und dem Autoritarismus, das würde durch so eine Entscheidung ja unterlaufen werden. Ich glaube, hier sieht man übrigens auch kritisch ein Telefonat mit Putin. Es kommt am Ende darauf an, was man Putin signalisiert. Wenn man signalisiert, wir bleiben geschlossen, wir erwarten, dass du dich zurückziehst und so, ist ein Telefonat in Ordnung. Wenn aber in einem Telefonat ein Signal gesendet würde, wir suchen unbedingt nach einem Ausweg, wir brauchen eine Lösung, dann ist das ein Zeichen der Schwäche aus Washingtoner Sicht. Und man will eigentlich sehr klar machen, auch durch die weitere Unterstützung für die Ukraine, dass die USA mit langem Atem die Ukraine mit allen Mitteln unterstützen, bis Zelensky selber, der ukrainische Präsident, zu dem Schluss kommt, aus einer Position der Stärke heraus möglicherweise einen Kompromiss zu suchen. Das waren die letzten Äußerungen. Interessant ist noch mal die
die Frage an Manfred Weber, dass die Türkei ja wirklich Double Bind spielt. Sie hat auf der einen Seite aus Russland Waffen gekauft und hat auf der anderen Seite an die Ukraine Waffen verkauft, die Drohnen verkauft, die durchaus auch eine Rolle gespielt haben bei der Verteidigung des Landes. Also offensichtlich ist er ein Spieler und auch ein anerkannter Spieler, so man das sagen darf, auf beiden Feldern. Wird es am Ende so sein, dass man sich Erdogans Zustimmung erkauft, Herr Weber? Ja, bei den Waffen hat er sich zunächst mal verzockt, weil ja die Amerikaner deshalb die Modernisierung verweigern, weil er in Russland eingekauft hat und diese Waffentechnologien jetzt versucht, im NATO-Verbund zu vermischen. Ja, darüber ist man so. Insofern hat er sich da erst mal verzockt. Ich will eine Lösung. Ich sage, einerseits müssen wir Druck ausüben. Ich habe vorher die wirtschaftliche Dimension beschrieben, die für die Türkei alles andere als gut ist. Sie ist auch in Europa herausfordernd. Das ist ein anderes Thema. Auch im Konflikt mit Putin können wir langfristig, EZB-Entscheidung von heute mit den Zinssätzen, die Inflation, die wir haben, haben wir wirtschaftlich auch die Standhaftigkeit Europas, einen langfristigen Konflikt mit Russland auszuhalten. Ja. Das heißt, es wird uns alle fordern. Aber da sage ich auch Druck ausüben auf Erdogan und andererseits aber auch Gesprächsangebote. Man muss sehen, wenn die Aufnahme von Finnland und Schweden mittelfristig blockiert werden würde, wirklich blockiert werden würde, und wir zu keinem kompakten Angebot kommen, dann ist das natürlich ein schwerer Schaden für die Geschlossenheit der westlichen Staatengemeinschaft. Deshalb bin ich für beides, Druck ausüben, aber auch Gesprächsbereitschaft. Und damit sind wir bei Ben Hodges, dem ehemaligen Oberbefehlshaber des US-Heeres in Europa. Er ist uns heute Abend zugeschaltet aus Frankfurt und ich begrüße ihn sehr herzlich. Guten Abend, Ben Hodges nach Frankfurt. Wenn die Einigkeit des Westens Ihr größter Trumpf ist, wie Sie sagen und wie Sie sehr klug sagen, wie viele Sorgen müssen wir uns dann machen? So I'm very concerned, Maybrit. Ich bin selbst sehr besorgt, Maybrit. Die Einheit unserer Allianz ist dieser eine Punkt, der Putin innehalten lässt. Und der Druck auf diese Einheit aus so vielen Richtungen, nicht nur von Präsident Erdogans Seite aus oder von Premierminister Orbán aus betrachtet, sind genau diese Dinge, die es für uns erforderlich machen, gemeinsam weiter zusammenzuarbeiten. Ich bin sehr stolz, muss ich sagen, auf meinen Präsidenten. Präsident Biden hat sehr gute Arbeit geleistet, um diese Einheit auch mit anderen Staatschefs weiterherzustellen. Können wir ganz konkret auch Sie noch mal nach Recep Erdogan fragen? Wird man seitens der NATO Finnland, die Zustimmung zu Finnland und Schweden der Türkei, dem türkischen Präsidenten, abkaufen? Ja, yeah, I think so. Ich denke, es wird einen Preis zu bezahlen geben. Letztlich weiß die Türkei, dass ihre langfristige Sicherheit natürlich auch davon abhängt, ein Teil dieser Allianz zu sein. Und trotz aller Herausforderungen und allem Frust, der vielleicht damit zusammenhängt, dass die Türkei unser Alliierter ist seit den 50er Jahren, kann ich mir doch keine NATO ohne die Türkei vorstellen. Präsident Erdogan ist tatsächlich ziemlich erbost über die Vereinigten Staaten. Hier geht es nicht um Schweden oder Finnland, es geht um die Vereinigten Staaten. Er ist erbost, weil wir die YPG unterstützt haben, die YPG, weil wir ihnen Waffen gegeben haben im Kampf gegen den IS. Und es gibt diesen Grund, vielleicht noch ein paar andere Gründe, weshalb er eben den Vereinigten Staaten nicht wirklich traut und vielleicht auch Europa nicht traut. Und natürlich gibt es auch den Punkt, der schon angesprochen wurde, nämlich, dass im nächsten Jahr wichtige Wahlen anstehen. Und ein Teil davon ist also sein Versuch, Stärke zu zeigen. Und er wird auch versuchen, da uns etwas abzuverhandeln. Aber natürlich müssen auch seine und die Sicherheitsbedenken der Türkei mit auch akzeptiert und berücksichtigt werden, wenn es darum geht, ihn zu überzeugen, seinen Einspruch gegen die Aufnahme von Finnland und Schweden aufzugeben. Ich glaube, er hat sich allerdings auch selbst schon beschädigt. Er überreizt sein Blatt und er wird letztlich zustimmen. Aber die Menschen werden sich natürlich daran erinnern. Und es sieht einfach nicht besonders gut aus, wenn man sich das anschaut. Und noch ein letzter Punkt. Wir in den Vereinigten Staaten müssen aber auch unsere Beziehung zur Türkei noch einmal reparieren. Ich möchte damit kein schlechtes Verhalten oder schlechte Entscheidung der Türkei rechtfertigen, aber ich glaube, auch wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht. Wenn wir uns die Landkarte anschauen und die Ukraine dort sehen, dann müssen wir auch die Türkei im Hinterkopf behalten und diese Beziehung reparieren. Wir müssen diese Beziehung reparieren, sagen Sie. Und dennoch ist ja augenfällig, dass wir mit Viktor Orbán und mit Erdogan in EU und NATO offensichtlich in dieser unserer Wertegemeinschaft eigene Despoten dulden und eigene Despoten haben. Wie sehr können wir dann noch einen einigen Eindruck und einen einheitlichen Eindruck hinterlassen? Well,
Das ist ein wirklich sehr guter Punkt. In der Präambel des Vertrages von Washington, der die NATO auf tatsächlich ihre Grundlage stellt, da geht es ja nicht nur um die Verteidigung, sondern eben auch um den Geist dieses Bündnisses. Und es ist auch unrealistisch, natürlich immer zu erwarten, dass alle Mitglieder dieser Allianzen oder auch der EU sich wie die Engel verhalten. Aber wir haben auch in den Vereinigten Staaten eine gewisse Verantwortung, unseren eigenen Punkten zu entsprechen, wenn wir über diese Werte sprechen. Wir müssen hier bestimmte Standards vorgeben, bevor wir Druck auf andere Länder ausüben können. Das heißt, auch aus der amerikanischen Perspektive haben wir selbst einige Arbeit noch zu leisten. Und dann haben wir natürlich auch einen größeren Hebel gegenüber der Türkei, Ungarn oder anderen Ländern, wenn es darum geht, diese Werte einzuhalten, beispielsweise bei der Pressefreiheit. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass wir hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die große Mehrzahl der Mitglieder der Allianz und auch der EU sind natürlich auf der Seite dieser Werte und erfüllen sie mit Leben. Und deswegen gibt es eben auch so viele Länder, die eben zur NATO und zur EU dazukommen wollen, genau aus diesem Grunde. Und welches sind die Positionen, an denen Sie sagen, die USA müsste das eigene Verhältnis und die eigene Politik verändern? So, never in my life. Nun, ich habe mir in meinem Leben nie vorstellen können, dass so etwas wie am 6. Januar überhaupt je geschehen würde, dass Menschen das Kapitol stürmen. Nie in meinem Leben hätte ich mir vorstellen können, dass der oberste Gerichtshof als eine solche politische Institution betrachtet würde. Und im Augenblick ist es das. Das sind eigentlich Säulen der amerikanischen Demokratie und auch der Demokratie im gesamten Westen, wenn Sie so wollen. Und sie sind befleckt worden durch die andauernden Angriffe der Rechten in den USA, beispielsweise wenn es darum geht, den Wahlprozess in Zweifel zu ziehen, wenn ein früherer Präsident alles Fake News nennt, was ihm nicht passt. Und natürlich entspricht er da dann nicht seiner Pflicht, die Verfassung zu verteidigen. Gerade wenn es darum geht, beispielsweise auch die freie Presse zu schützen. Das sind also Bereiche, wo wir selbst tatsächlich noch viel Arbeit im eigenen Haus zu leisten haben. Natürlich werden wir das irgendwann auch schaffen, aber wie gesagt, es ist eine ganze Menge Arbeit, die in diesen Bereichen auf uns wartet. Vielleicht können wir noch mal auf das schauen, was in der Ukraine geschieht. Auch da machen sich Unterschiede breit. Wir haben eingangs schon vom alten Europa gegen das neue Europa gesprochen. Die Ostukrainer, die Balten, auch Großbritannien stehen auf der einen Seite und fordern mehr Härte. Die Westeuropäer, Berlin, Paris, Rom, deuten eher mehr Verhandlungsbereitschaft an, um diesen Krieg möglichst bald zu beenden. Was denken Sie, wie kann man diesen Spalt überwinden? Well, this is an important question. Das ist eine ganz wichtige Frage, denn jedes Land in Europa, jede Nation in Europa hat ein Interesse an dem Ergebnis dieses Konfliktes in der Ukraine. Das wird uns alle betreffen, was die Sicherheit angeht, was wirtschaftliche Fragen angeht, aber auch mit Bezug auf die Werte, über die wir gerade gesprochen haben. Und ich glaube, niemand, der sich ernsthaft mit der Geschichte auseinandersetzt und der sich anschaut, was Russland in den vergangenen 20 Jahren getan hat, wird wirklich daran glauben, dass der russische Präsident sich verlässlich auf irgendetwas einlässt. Und wenn wir jetzt einen Waffenstillstand haben, dann werden die Gewinne von Russland festgeschrieben. Das wäre im Augenblick ein wenig der Worst Case, wenn Sie so wollen. Ich weiß und verstehe, weshalb bestimmte Nationen gerne schnell eine Einigung erreichen würden. Aber jetzt die Ukraine aufzufordern, 20% ihres Landes aufzugeben, nur damit es einen Waffenstillstand gibt, ich kann mir kaum vorstellen, dass der Bundeskanzler oder der Präsident von Frankreich oder der Präsident von Italien sagen würden, ach, wissen Sie was, ich gebe 20% Italiens oder meines Landes ab, um einen Waffenstillstand zu erzielen. Und hier müssen die Vereinigten Staaten und Deutschland zusammenarbeiten. Maybrit, Sie wissen das, ich habe mit Ihnen schon darüber gesprochen. Ich glaube, dass Deutschland in diesem Zusammenhang der wichtigste Alliierte der Vereinigten Staaten ist. Vielleicht nicht immer unser Liebster, aber ganz sicher unser wichtigster Verbündeter. Und ich glaube, dass der größte Teil Europas dem folgen wird, was Deutschland tut. Und das ist wirklich die Chance für Kanzler Scholz zu sagen, das hier ist so wichtig, dass wir eben einen gewissen Preis dafür zahlen werden. Aber wir werden helfen, die Ukraine zu verteidigen. Und wir werden alles tun, damit sie ihr Gebiete zurückgewinnen können, dass sie nicht verlieren. Und nichts, was dem nicht entspricht, werden wir hier akzeptieren. Ich glaube, das ist die wichtige Rolle Deutschlands und das wird auch erwartet.
erwartet. Und vielleicht können wir genau an der Stelle die Runde wieder öffnen und sagen, dankenswerterweise sprechen Sie nicht nur mit mir, sondern wir sprechen vor etlichen Zuschauern und tollerweise auch mit anderen Gästen. Dennis Yücel, eine entscheidende Frage in diesem Zusammenhang. Olaf Scholz sagt immer wieder, wie viel die deutsche Bundesregierung tut, sagte gerade wieder, dass sie vor allen Dingen mehr tut als andere und herausragend viel tut. Warum kommt das bei den Osteuropäern nicht an, denken Sie? Naja, zunächst kommen die Sachen, die Deutschland verspricht, die Bundesregierung verspricht, in der Ukraine nicht an. Also ich habe uns noch mal mit ukrainischen Quellen gesprochen. Die Panzer, die schweren Waffen, die zu liefern der Bundestag beschlossen hat Ende April, sind immer noch nicht angekommen. Ende Juni sollen 7 Panzerhaubitzen, Cäsar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, Ende Juni sollen die ankommen, 2 Monate nach dem Bundestagsbeschluss. Polen hat vergleichbare schwere Einheiten von Waffen, 18 jetzt in der letzten Zeit geliefert, Norwegen 22, Frankreich hat geliefert. Deutschland hat immer noch nicht geliefert. Woran das liegt, das ist eine eigene Frage. Aber es ist nicht nur, und das zieht sich seit einem halben Jahr so, dass angefangen Ende letzten Jahres wollte Herr Scholz noch eine unpolitische Lösung über Nord Stream 2. Und das ging jeder einzelne Punkt, der hier diskutiert wurde. Und ich glaube, es war nicht die ganze Bundesregierung, das ist ja offensichtlich. Ich finde es ja auch großartig, dass Claudia Roth gerade aus Odessa zurückgekehrt ist. Annalena Baerbock war da. Ich glaube, das ist nicht die Bundesregierung, sondern maßgeblich die SPD und ein bisschen dahinter versteckt auch die FDP ganz ähnlich, die sich da zum Jagen tragen lässt, trotz aller Bekundungen und Zeitenwende und so weiter. Aber ich wollte einen Punkt noch aufgreifen mit dem Stichwort Glaubwürdigkeit. Wir sind uns daran einig, dass es nicht nur um die Ukraine geht, sondern um Werte der Zivilisation, um westliche Werte. Manchmal, ich finde eigentlich fälschlicherweise genannt, weil das sind universelle Werte. Aber wir haben ein Problem mit Glaubwürdigkeit und das sehe ich auch so. Aber ich glaube, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das ist weiter als nur mit Trump und dem Putschversuch in den USA. Das war ein besonders krasses Beispiel, aber ein einfaches Beispiel. Allein der Umgang mit Julian Assange, der seit 11 Jahren in Unfreiheit ist, Abu Ghraib, Alan Kurdi, der als Symbolfigur der Flüchtlingskrise, an Europa, das sich von Menschen fürchtet, das sich erpressbar macht, wenn Lukaschenko 1000 Menschen, meistens Kurden übrigens, auch in die, da an die Grenze karrt und natürlich sie auf zynische Weise als Waffe benutzt, ist es natürlich auch an Europa, das sich davon erpressen lässt. Und ich glaube, dieser Glaubwürdigkeitsverlust, den Europa, den die westliche Welt in den letzten 20, 30 Jahren erlitten hat. Ich glaube, das ist Teil der Ursache, weswegen wir eine Situation haben. Auch in der arabischen haben. Welt natürlich. In der arabischen Welt überall. Wenn wir über sowas reden, man könnte sich auch das auch im Beispiel der Türkei auch durchdeklinieren. Die Türkei, die auch sogar noch mit Erdogan vor 20 Jahren sich in Richtung Westen orientiert hat. Und warum das so ist, warum ein Ungarn nach dem Beitritt in die EU sich in Richtung Autokratie und bewegt, das hat auch was mit dem Verlust von Glaubwürdigkeit zu tun, dass wir es in der westlichen Welt mit den Werten, die wir in so Runden wie hier immer hochhalten, in der Realität leider nicht immer so hochhalten. Aber vielleicht können wir noch mal eine Frage zurück an den Ben Hodges stellen, damit wir bei dem Thema versuchen, ein bisschen klarer zu sehen. Sie sind sehr gut informiert, was an Lieferungen am Boden überhaupt von der polnisch-ukrainischen Grenze in das ukrainische Kampfgebiet kommt. Können Sie uns, Ben Hodges, noch mal sagen, wie ist der definitive Beitrag der Deutschen und ist das eine Kampagne der Osteuropäer, sich an den Deutschen da so abzuarbeiten oder gibt es Gründe, berechtigte Gründe, daran zu zweifeln? So, first, dann möchte ich erst einmal Herrn Yücel kurz widersprechen. Denn alles, was Deutschland offiziell versprochen hat, ist entweder schon geliefert worden oder ist auf dem Weg, mit der Ausnahme der Haubitzen. Während wir hier heute Abend sprechen, sind diese Haubitzen in Idar-Oberstein, die in der Artillerieschule der deutschen Streitkräfte, und die ukrainischen Streitkräfte, die diese Haubitzen bedienen werden, die sind auch in Idar-Oberstein. Und sie werden dort auch
ausgebildet. Und gegen Ende Juni ist diese Ausbildung abgeschlossen und dann wird es über Polen in die Ukraine gehen. Aber er hat recht, es ist spät. Wir sind alle sehr spät mit unseren Reaktionen gewesen, auch die Vereinigten Staaten, als es um die Raketenwerfersysteme ging. Natürlich könnte Deutschland vielleicht auch mehr machen, aber ich glaube, zu viele europäische Länder verstecken sich hinter Deutschland. Deutschland hat mehr geliefert als Frankreich. Aber es gibt diese Konzentration auf das, was Deutschland tut. Und es gibt die Kritik, dass Deutschland nicht genug täte. Aber das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass vielleicht Deutschland fast ein wenig peinlich berührt ist, wenn es darum geht, zu erläutern, was sie tun. Das heißt, ihnen wird auch nicht wirklich auch gut geschrieben, was sie wirklich tun. Aber es gibt auch in der Ukraine das Problem der Distributionsnetzwerke zwischen Polen und der Front im Osten der Ukraine. Das ist kein sehr robustes Netzwerk. Das heißt, Züge, Lastwagen, die Infrastruktur, die es braucht, um all dieses schwere Material und die Munition dorthin zu bewegen, wo es gebraucht wird, das ist ein schwaches Netzwerk. Und das ist ein Punkt, wo Deutschland und die Niederlande mit der Expertise im Bereich der schweren Logistik vielleicht ihren Rat anbieten könnten, vielleicht auch Fachkräfte. Und dennoch hat es natürlich nicht grundlos die Diskussion um die Marder gegeben, die nach Griechenland sollten und da nicht angekommen sind, damit die Griechen dann altes, um nicht zu sagen 40 Jahre altes militärisches Gerät weitergeben. Und ich glaube, immer noch in Rede stehen auch die Leopards, die den Spaniern geliefert werden sollen. Da ist jetzt angeblich der Antrag noch nicht angekommen. Also nochmal die Frage, Sie sagen, Ben Hodges, Deutschland leistet und ist nur ein schlechter Verkäufer seiner Hilfe. Verstehe ich Sie da richtig? Yes. With respect to Greece und mit Blick auf Griechenland und Spanien, und was ist dort geschehen? Es gab tatsächlich Diskussionen darüber, wie das aussehen könnte. Aber die Griechen beispielsweise haben ganz besondere Fahrzeuge angefordert, Spanien eben auch. Und die konnten von Deutschland nicht einfach so zur Verfügung gestellt werden. Und das ist dann eben an die Öffentlichkeit gekommen. Diese Nationen sind damit unglücklich. Und dann hört man, dass Versprechen gebrochen worden seien. Aber das stimmt so nicht. Es gab Diskussionen, es gab Verhandlungen darüber, aber es gab noch keine Übereinkunft darüber. Unglücklicherweise ist es aber so, und ich glaube, ich möchte aber auch keine schlechten Entscheidungen verteidigen oder irgendwie, dass Deutschland jetzt langsam vielleicht war, aber es geht darum, dass eben hier keine Versprechen gebrochen worden sind, sondern Verhandlungsinhalte geleakt worden sind. Wir sind, Dennis Yücel hebt schon den Finger, vielleicht ist das ein... Nicht nur er. Ja, okay. Genau. Okay, dann fangen wir vielleicht mal mit Frau Roth an. Okay? Ja, ich bin Protest ja hier jetzt, Luft. Ich vertrete ja... Die Bundesregierung, ich hätte Sie auch gleich gefragt. Also wenn, vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zu den Leoparden und den Spaniern fragen. Also da sagt jetzt Olaf Scholz Folgendes, er sagt, dieser Antrag ist noch nicht angekommen. Und wenn der Antrag angekommen ist, diesen Ringtausch zu machen, dann werden wir den prüfen. Warum sagt er nicht, das ist eine gute Idee, und wir werden gucken, was wir tun können. Ja, der Ringtausch wird geprüft und es wird geliefert. Und ich bin als Grüne auch dafür, dass Rüstungsgüter geliefert werden, dass wir die größtmögliche Rüstungsunterstützung für die Ukraine liefern und dass wir die Versprechen, die wir gemacht haben, einhalten. Aber ich will auch mal sagen, mich stört wirklich die Reduzierung der Debatte, als ginge es nur um Rüstungsgüter, als ginge es nur noch um schwerere Waffen. Und da finde ich manchmal auch eine Argumentation von der Opposition zu schlicht, immer nur darauf zu setzen. Sondern dann gucken wir mal an, was auch passiert. Wir haben 1 Milliarde Budgethilfe geleistet, anders als andere. Wir leisten unglaublich Hilfe bei der Minenräumung, bei der Forensik. Das Entwicklungsministerium, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat schon in der Vergangenheit viel geleistet. Svenja Schulze war vor Ort und hat jetzt angefangen, Unterstützung zu leisten für den Wiederaufbau. Es gibt unglaublich viel humanitäre Hilfe. Annalena Baerbock hat sich sehr dafür eingesetzt, dass da richtig viel Mittel zur Verfügung gestellt waren, die absolut notwendig sind. Und in unserem Haus, in meinem Haus, im Staatsministerium für Kultur, versuchen wir eben auch, genau diese Fragen anzugehen. Wie können wir in einem Krieg eines Regimes, das ein souveränes Land angegriffen hat und angreift, das Kinder, Frauen, Männer tötet, das lügt, aber das auch einen Krieg gegen die Kultur führt, gegen die Kultur der Demokratie führt, einen Propagandakrieg. Was können wir da dagegen tun? Und da tun wir sehr viel, beispielsweise indem wir hier versuchen, eine Exil-
Medienstrategie, Infrastruktur aufzubauen, um der Propaganda was entgegenzusetzen. Mich nervt es ein bisschen immer die Unterstellung, man hält sich nicht an Versprechungen, man tut nicht genug. Ich kann nur sagen, meine Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, die versuchen alles zu tun. Cem Özdemir ist jetzt in Warschau, um mit der polnischen Regierung zusammen zu überlegen, wie können wir die Getreidelieferungen organisieren. Das ist ein riesengroßes Problem in der Ukraine. Und die Unterstellung, dass da irgendwelche Verhandlungen geführt würden in Telefonaten. Ich gehe davon aus, dass unser Bundeskanzler das tut, was im Kabinett immer wieder gesagt wird, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und deutlich zu machen, das ist Putins Aufgabe. Er muss sich zurückziehen, muss diesen mörderischen, brutalen Krieg beenden. Wir sind, ich frage auch gleich Frau Sasse, wir sind in der Situation, ja nicht deutsche Politiker und Oppositionsführer zu zitieren, sondern osteuropäische Kollegen und Freunde. Sie telefonieren regelmäßig und viel mit ihm, Wladimir Putin. Bisher ohne Erfolg. Ich bin erstaunt über die ganzen Gespräche, die geführt werden mit Putin. Von Kanzler Scholz, von Präsident Macron. Diese Gespräche bringen nichts. Hat jemand so mit Adolf Hitler gesprochen? Ost gegen West. In der Ukraine-Politik geht ein Riss durch Europa. Frankreich, Deutschland und auch Italien bremsen in Sachen Kriegsziele und Waffen. Dagegen entlädt sich im Osten der Frust, vor allem über Deutschland. Es sind die Deutschen, die Sanktionen am entschiedensten ausbremsten. Und die estnische Premierministerin Kaja Kallas klagte: Wir sind 65 Mal kleiner als Deutschland. Und wir haben 6-mal mehr Militärhilfe zur Verfügung gestellt als Deutschland. Ergebnis nach 100 Tagen Krisendiplomatie: Das Vertrauen in Deutschland ist nahezu bei Null angekommen. Klartext daher beim Scholz-Besuch am Dienstag im Baltikum. Es kann keinen Dialog oder Kooperation geben, keine Appeasement oder Zugeständnisse gegenüber einem Staat mit imperialistischen Ambitionen. Das ist eine Kritik unserer Partner, unserer Verbündeten, Frau Roth. Da kann man jetzt schlecht sagen, das ist irgendwie dann mal so ein Gefühl oder es ist eine Kampagne oder die Medien hätten was dagegen. Da beschweren sich unsere wichtigsten Verbündeten. Diese Kritik, die muss man ernst nehmen, aber der kann man auch die realen Handlungen und die realen Entscheidungen entgegensetzen. Mhm. Noch einmal, gegen ein Telefonat ist doch nichts einzuführen, wenn es klare Worte sind, wenn es eine klare Haltung ist. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es nicht eine klare Haltung ist, dass nicht klar gesagt wird, wer ist für diesen Krieg und für diesen Wahnsinn verantwortlich und wer hat damit zu rechnen, dass es weiter Sanktionen gibt. Ich tue mir schwer, wenn jetzt so hier plötzlich so ein Eindruck erweckt wird, als sei die Europäische Union so gespalten wie noch nie. Ich höre von unserer Außenministerin, die seit Wochen und Monaten unterwegs ist, um dieses Europa mit zusammenzubinden, um die transatlantische Beziehung als eine enge Beziehung zusammenzubinden, dass sie das Gefühl hat und den Eindruck hat und die Wahrnehmung hat, dass wir eben doch ziemlich stark beieinander sind. Sonst hätte es ja nicht ein 6. Sanktionspaket gegeben. Natürlich ärgert mich auch, wenn Herr Orban seine erpresserischen Geschichten macht. Und natürlich denke ich, woran liegt es, dass so ein Eindruck entsteht und was können wir dem entgegensetzen. Aber ich weiß, was getan wird. Ich weiß, wie agiert wird. Ich weiß, was die Haltung ist und dann sind bestimmte Unterstellungen einfach nicht zu rechtfertigen. Frau Sasse, wir sind bei Ihrem Leib- und Magenthema. Sie können uns erklären, warum die Osteuropäer so sehr nicht nur das Gefühl haben, sondern sich so sehr beschweren, dass wir nicht genauso tapfer und genauso aktiv und genauso stark kämpfen gegen Putin, wie Sie sich das wünschen würden, wie Sie es selbst tun. Also zunächst muss man, glaube ich, mal ganz klar sagen, das ist nicht so einfach Europa Ost und Europa West. Und je mehr wir davon sprechen, das spielt wirklich eigentlich nur in die Tasche von Wladimir Putin.
Also die Idee, dass die EU sich auf diese geografischen oder politischen Blöcke reduzieren ließe, das sehen wir dieser Tage gerade, das stimmt nicht. Wir sprechen ja auch schon gerade sehr viel von Ungarn. Und Ungarn ist in Mittelosteuropa. Osteuropa hört man da so und so überall nicht gerne. Aber wenn es auch Mittelosteuropa ist, dann ist das ja schon kein klarer Block. Und wir hören... Ungarn unterstützt es gerade nicht, genau. Genau, Orban hat enge Beziehungen zu Putin, große Energieabhängigkeit, hat das Ölembargo jetzt so gestrickt, dass es eigentlich nicht ein richtiges Embargo ist. Das heißt, diese Blöcke gibt es so nicht und die sollten wir uns auch nicht einreden. Und es ist auch neues und altes Europa. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das sind auch keine hilfreichen Begriffe. Hat ein amerikanischer Präsident mal erfunden. Genau. Und war damals schon nicht hilfreich, ist auch jetzt nicht, ist jetzt auch nicht hilfreich und vielleicht sogar noch schädlicher momentan. Die Vehemenz, mit der Deutschland kritisiert wird aus Polen und auch aus den baltischen Ländern, die hat sich nicht erst jetzt aufgebaut. Aber sie entlädt sich jetzt dann auch an, wie ich auch finde, doch kleineren Detailfragen dieser Telefonate, um die es ja eigentlich nicht gehen sollte. Bei den Waffenlieferungen ist es natürlich schon ein anderes Thema. Aber sie finden statt, diese Anschuldigungen, vor dem Hintergrund, dass man sich Jahre, Jahrzehnte von der deutschen Politik übergangen fühlte, wenn es um Beziehungen zu Russland geht. Insbesondere bei Nord Stream, aber nicht nur. Und ich denke auch, selbst in der Bevölkerung scheint ja auch aus unserer Sicht Polen häufig sehr weit weg. Und dieses Denken von, das ist irgendwo weit weg und anders. Und das hat dazu geführt, dass sich auch in der Politik und in der Gesellschaft bisher nicht ein wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie folgen auch dem Gedanken nicht, dass die Deutschen, die Franzosen auch, die Italiener auch Friedensplan jetzt in allererster Linie nach vorne schieben, dass wir eben an den Frieden denken müssen und an ein Verhandlungsergebnis und ein Ziel ausrufen müssen, dass da Frieden lautet und es die anderen Länder gibt, die auf viel mehr Härte plädieren. Sie sehen auch diese Dissonanz nicht und sagen... Es werden andere Akzente gesetzt, das ist klar. Korrekt. Und sie erklären sich auch aus der historischen Wahrnehmung, aus der historischen Erfahrung, das gibt es alles. Und ich habe ja eingangs auch schon gesagt, ich finde zu viel Reden von Verhandlungen und Frieden momentan einfach den falschen Zeitpunkt, das zu tun. Yeah. Und diese Stimmen gibt es, auch aus Deutschland, Frankreich, Italien, auch an anderen Orten. Aber ich sehe sie nicht als die dominante Stimmung, die aus der EU und auch aus den Hauptstädten der EU auch aus diesen drei Ländern nicht kommt. Also ich glaube, da ist etwas Übersteigertes dran, an diese Differenz aufmachen zu wollen. Und damit schaden wir uns nur selbst. Das größte Gut ist wirklich so einig wie möglich. Und das sind ja schon überall Grenzen, wenn wir an die wirtschaftlichen Interessen denken und auch an die Abhängigkeiten denken. Aber das größte Gut ist, so einig wie möglich aufzutreten. Und das ist klar. Nur wir denken uns das ja nicht aus. Also hier wird die deutsche und die französische Regierung richtig beschimpft. Mhm. Und das ist auch nur eine Zusammenfassung von Äußerungen der letzten 6 Wochen. Ich frage Dennis Yücel auch noch mal danach. Sind die Osteuropäer tatsächlich so zornig auf die Deutschen, dass sie jetzt auch nach den moralischen Hinweisen, die sie von uns in der Flüchtlingskrise bekommen haben und in Finanzkrisen bekommen haben, dass sie den Deutschen jetzt mal richtig auch gerne eine mitgeben wollen? Oder sehen sie einen substanziellen Unterschied auch in den Zielen? Also ist es eine Kampagne oder gibt es tatsächlich einen unterschiedlichen Hass auch auf Putin? Nein, also ich glaube, da hat sich viel, wie Frau Sasse sagt, viel aufgestaut. Und wir reden über Deutschland. Natürlich, Deutschland ist doch keine Hippie-Kommune. Deutschland hat eine große Rüstungsindustrie. Deutschland beliefert Länder wie Saudi-Arabien, wie Ägypten. Nur an die Ukraine zum Beispiel wollte man nicht liefern, um Putin nicht zu verärgern. Ende letzten Jahres, wir haben eingangs viel über die Türkei geredet, um noch mal eine Lanze für die Türkei auch zu brechen, auch selbst für das Erdogan-Regime. Erdogan hat die Bayraktar-Kampfdrohnen geliefert, die gerade in den ersten Wochen des Krieges große, große Verdienste geleistet haben um die Verteidigung der Ukraine bis hin, dass heute ukrainische Kinder, die in der Zeit geboren wurden, der Name Bayraktar gegeben wurde. Und während Deutschland noch Ende letzten Jahres, 5.000 Helme geschickt hat. Seither gibt es, glaube ich, mag sein, dass es logistische Probleme gibt, die ich nicht nachvollziehen kann. Warum Norwegen, das jetzt, glaube ich, auch keine ganz so große Waffenindustrie hat, schwere Waffen liefern kann und Deutschland wird die 7 bis Ende Juni geliefert haben. Aber neben dem Technischen, glaube ich, gibt es so eine, also
gibt es so eine Situation, die sich, was ich auch nicht verstehe, die sich immer wieder wiederholt. Das war Ende letzten Jahres noch überhaupt bei Waffenlieferungen, das war damals bei Nord Stream 2. Und an jedem Punkt haben wir die Situation, wir hatten vor 2 Monaten hatten wir noch diese wirklich groteske Diskussion über offensive und defensive Waffen. Als sei das eine Frage des Materials und nicht der Rollenverteilung. Also als müsste man, in Deutschland müssen wir das nicht wissen, dass im Zweiten Weltkrieg natürlich der sowjetische T-35-Panzer und der britische Kampfbomber, das waren defensive Waffen, weil sie der deutsche Wehrmachtsherrn war eine offensive Waffe, weil Deutschland der Aggressor war. Das ist keine Frage des Materials. Und das lässt sich, glaube ich, allein im letzten halben Jahr immer wieder durchdeklinieren. Und ich verstehe es ehrlich gesagt am Ende auch nicht, warum die Bundesregierung, warum der Bundeskanzler immer wieder diese Diskussion auch liefern, die, glaube ich, diesen Eindruck, der kommt nicht von ungefähr. Und es ehrt Sie, Frau Roth, dass Sie Ihre Regierung natürlich auch verteidigen. Aber ich finde es bedauerlich jetzt in diesem Moment, in dieser Frage, dass nicht Ihre Partei die Bundeskanzlerin stellt, weil ich glaube, diese Entwicklung hätten wir in den letzten Monaten so nicht gehabt. Es sind immer wieder diese Fehler, die man macht, die natürlich auch einen Eindruck erwecken, dass wir hier sehr solidarisch sind. Wir machen Tschaikowski-Konzerte und wir beleuchten das Brandenburger Tor und wir sind alle total solidarisch. Aber irgendwann reicht die symbolische, die ist wichtig, oh, die symbolische nee, Solidarität auch nicht. Aber es ist nicht nur eine Symbolik. Risiko eines historischen Scheiterns Deutschlands am Stamm. Und ein Satz, Claudia Roth. Letzten Satz. Natürlich, Sie haben vollkommen recht, die militärische Hilfe kann die zivile, die humanitäre, auch die symbolische Hilfe und Unterstützung nicht ersetzen. Das ist völlig klar, kein Dissens. Ich glaube halt, umgekehrt gilt dieser Satz auch. Ja, aber darf ich da wir haben jetzt zu viel über die Waffen geredet, weil die Liste ist ja lange. Voila. Man kann ja auch über SWIFT reden, über das Bankensystem fragen. Man kann auch darüber reden, dass wir bei den Gaslieferungen, bei allen Energiefragen als Deutsche blockiert haben. Und die Wahrnehmung, die bei dem Trailer jetzt, bei dem Einspieler jetzt deutlich geworden ist, ist nun mal so. Es ist europäische Wahrnehmung. Wenn heute Kiew fallen würde, theoretisch, wenn die Ukraine heute verlieren würde, dann würde europaweit, vielleicht sogar weltweit, der Eindruck da sein, Deutschland ist schuld daran. Mhm. Das ist das Gefühl, das da ist. Ich will nicht sagen, dass alle Entscheidungen falsch waren. Ich will nicht sagen, dass das allein die Verantwortung ist. Aber ich gehe mal in den Blick in die Zukunft jetzt mal. In 2 Wochen werden sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen. Da geht es um die Frage, ob die Ukraine einen Kandidatenstatus bekommt. Für die EU. Gestern war der ukrainische Parlamentspräsident bei uns in Straßburg im Europäischen Parlament zu Gast. Und ich habe lang ein Gespräch mit ihm gehabt. Und die Ukrainer nehmen das jetzt als eine Frage wahr. Lohnt es zu kämpfen? Sagt es uns bitte ehrlich. Sind wir willkommen? Dürfen wir Teil der EU werden? Mhm. Und ich sage Ihnen, mit allen Staats- und Regierungschefs, mit denen ich spreche in der Europäischen Union, die sagen mir, wir kriegen kein Signal aus dem Kanzleramt. Annalena Baerbock hat eine Position dazu. Die ich durchaus schätze. Aber aus dem Kanzleramt kriegen wir keine Position. Übrigens auch aus dem Élysée raus nicht. Die 2 großen Länder, die das Ziel haben, die Aufgabe haben, Europa zu führen, weil sie nochmal die 2 großen Länder sind, wo hingeschaut wird, führen derzeit nicht. Das ist unser Problem, das wir haben. Und das ist das Versagen auch dieser Regierung, wo ich zwar anerkenne, dass es bei den Grünen durchaus Akzente gibt, aber die Durchsetzungsfähigkeit ist offensichtlich nicht da, dass es im Kanzleramt ankommt. Und übrigens darüber hinaus brauchen wir jetzt endlich eine Diskussion. Wir haben vorher die Amerika-Diskussion sehr intensiv geführt. Was passiert denn in 2 Jahren, wenn wir ein bisschen längerfristig blicken? Was passiert denn in 2 Jahren, wenn Donald Trump oder ein Geistesbruder von Donald Trump ins Weiße Haus zurückkommt? Wir Europäer sind derzeit nackt in einer Welt von Stürmen. Wir sind nicht verteidigungsfähig, und wir sind diplomatisch mit dem Einstimmigkeit, Orbán-Thema, nicht in der Lage, uns politisch zu positionieren, wenn es notwendig ist. Deshalb ist die 2. Aufgabe, die Berlin und Paris jetzt hätte, und auch da kommt keine Initiative, die Aufnahme, dass wir einen neuen Vertrag für Europa jetzt gestalten. Wir brauchen eine neue Machtstruktur in dieser Europäischen Union, weil wir sonst nicht fähig sind, uns auf die Stimme von morgen vorzubereiten. Dieses Mehrstimmigkeitsprinzip ist dann die Indie. Vielleicht lassen wir jetzt Frau Roth zwischendurch mal. Das ist eine komische mal, sonst neue ist, Rolle. Sonst absolut neue Rolle, sonst ist der Strauß irgendwie zu groß. Also, da liegt ein Vorwurf in der Luft, der da lautet, wenn die Ukraine scheitert, Frau Roth, und auch das kann ja immer noch passieren, wenn die Ukraine scheitert oder aber einen nennenswerten Teil seines Gebietes hergeben muss, dann kann es auch heißen, dass die deutsche Regierung daran wenigstens mitschuld ist. Dann sind viele mitverantwortlich, aber dann ist nicht Deutschland schuld. Also mit Verlaub, das finde ich wirklich nicht akzeptabel. Ich will mal eines sagen. Warum sind wir in einer Situation,
dass wir abhängig sind von Putin. Wir sind objektiv abhängig. Wir sind immer noch abhängig bei allen Bemühungen, die Robert Habeck jetzt ja er fährt nach Katar als Grüner und verhandelt dort und muss da verhandeln. Katar, das hat damit zu tun, das hat tatsächlich damit zu tun, dass durch Nord Stream und eine unglaubliche Abhängigkeit entstanden ist. Das ist ein und Teil das der war Schuld. Ein Fehler. Das waren die Osteuropäer auch. Das verstehe ich, weil es waren osteuropäische Länder, die massiv davor gewarnt haben und die alles versucht haben, dass das nicht passiert. Das ist auch eine Mitverantwortung, werte Herr Weber, in Ihrer Regierungsbeteiligung. Aber ich mache jetzt hier nicht so einfach so Parteienbashing. Also wir müssen so schnell wie möglich weg von diesen Abhängigkeiten. Und noch einmal zu sagen, Denise, ja. Wir sind eine Partei, die sich der Gewaltfreiheit verpflichtet hat. Wir haben Rüstungsexportrichtlinien als Bundesrepublik Deutschland. Da stehen wichtige Grundsätze drin. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir nicht eine Regierung sind, die sofort sagt, das ist überhaupt keine Frage, was Rüstungsgüterexporte angeht, sondern dass man damit sich ringt. Dass man sagt, wie Habeck, ich stimme jetzt Rüstungsexporten zu, wissend, dass das auch Menschenleben kosten kann. Er hat es ja sogar schon ein Jahr früher gesagt. Der hat es früher gesagt, ich habe ihn dafür kritisiert. Jetzt kann ich mal sagen, Claudia Roth, ja. Warst du so naiv oder warst du so vertragstreu, dass du gesagt hast, wir wollen keine Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete liefern. Das war am Anfang tatsächlich die Haltung auch von Annalena Baerbock, die gesagt hat, wir müssen auf alles versuchen, diesen Krieg zu beenden, diesen Krieg zu verhindern, dass er sich weiter eskaliert. Wir müssen auf Diplomatie setzen. Wir haben gemerkt, mit Herrn Putin kann man nicht auf Diplomatie setzen. Also haben wir beschlossen, umfassende Rüstungsgüter zu ermöglichen. Wenn und das muss man dieses Ringen damit. Was ist das Richtige? Was das ist verantwortbar? Okay, das finde ich richtig und jetzt wird geliefert. Aber Claudia, die Grünen sind auch die Partei von Waffen für El Salvador. Was beschrieben worden ist mit den Fehlern im Rückblick. Wenn Sie mit den Ukrainern sprechen, dann sagen Ihnen die, es ist toll, dass sich der deutsche Bundespräsident entschuldigt. Wird anerkannt. Ich glaube, wir Deutsche sagen dann auch, Respekt, er hat auch das eingeräumt. Aber in der Ukraine treffen Sie ja viele Leute, die sagen, wenn in Deutschland sich ein Politiker entschuldigt, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Wir bezahlen das derzeit, dass Fehler gemacht worden sind. Deswegen ist da die Emotionalität in Mitteleuropa eine ganz andere. Wir haben ja das diskutiert, die Frage, wie geht es in Europa weiter? Und ich sage Ihnen, natürlich haben die Mittelosteuropäer sich in den letzten Jahren als Europäer zweite Klasse gefühlt. Natürlich haben wir sie so behandelt. Muss man ganz klar sagen, sehr oberlehrerhaft. Von Westen rübergeschaut und ihnen Vorschläge gemacht, wie denn eigentlich das richtig zu funktionieren hat. Und für mich ist dann dieser Kiew-Moment, den wir jetzt erleben in Europa, der hat zwei Seiten. Einerseits, dass die Osteuropäer wirklich selbstbewusst auftreten. Und es tut Europa gut, dass sie auftreten, weil sie was beitragen, das auch uns im Westen gut tut, weil die Politik ganz anders verstehen, ganz existenziell verstehen mit den Umbrüchen, die sie erlebt haben. Und auf der anderen Seite ist aber der Kiew-Moment, um das Positive auch zu sagen, mit Finnland, mit Schweden. Dänemark hat letztes Wochenende abgestimmt und will der EU-Verteidigungsunion beitreten. Eine Volksabstimmung. Wir erleben ein Zusammenrücken, weil die Menschen schockiert sind von der russischen Brutalität und auch von dem Willen der Ukrainer beeindruckt sein. Also dieser Kiew-Moment hilft uns auch, diesen Kontinent zusammenzuhalten. Gut, ich möchte noch eine letzte Frage Ben Hodges stellen, weil ich noch mal denke, dass es ganz klug ist, nach den Zielen zu fragen. Die Osteuropäer sagen und die Balten ziemlich eindeutig, Putin ist ein Faschist. Und deshalb kommt Herr Duda übrigens auch auf diesen Vergleich mit den Telefonaten und mit Hitler. Wie ist das mit den Zielen, die wir definieren? Auch aus US-amerikanischer Sicht hieß es am Anfang, wir müssen Putin bekämpfen. Dieser Mann darf nicht gewinnen. Er darf diesen Krieg nicht gewinnen. Jetzt wird gesagt, der Ukraine muss geholfen werden, möglichst eine gute Position an dem Verhandlungstisch zu haben. Gibt es auch in Washington eine Zahl von Zweiflern?
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in Washington Menschen gibt, die vielleicht zögerlich sind, aber die sind in der Minderheit. Und was ich im Augenblick höre, sehe und auch lese, auch zu hören kriege von Menschen in hohen Führungspositionen, dass wir dem Ziel uns verschrieben haben, den auch der Außenminister Verteidigungsminister Ausland gesagt hat, nämlich, dass wir der Ukraine helfen wollen zu gewinnen, wenn es darum geht, das souveräne Territorium der Ukraine vollständig zurückzubinden, einschließlich der Krim und des Donbass. Aber ich glaube, die Erwartung ist eigentlich, dass gegen Ende des Jahres tatsächlich spätestens sich dann auch die Dinge wenden werden, wenn das gesamte Material geliefert worden wird, dass dann die Dinge sich auch ändern werden. Denn im Augenblick sehen wir schon, dass die russischen Streitkräfte erschöpft sind und dass sie das nicht aufrechterhalten werden können. Gegen Ende des Jahres wird es also so sein, dass ukrainische Streitkräfte die russischen Streitkräfte bis auf die Linien im Februar zurückschieben können. In der Krim und im Donbass wird das natürlich sehr viel länger dauern. Und das wird wahrscheinlich auch eher das Ergebnis einer verhandelten Einigung sein. Das mag vielleicht einige Jahre dauern, hoffentlich nicht die 45 Jahre, die es für Deutschland gebraucht hat, um wiedervereinigt zu werden. Aber das ist die erklärte Politik der Vereinigten Staaten. Und ich hoffe auch, dass Deutschland die volle Wiedervereinigung der Ukraine anstreben wird und dass wir alles tun werden, dass das auch Wirklichkeit wird. Und damit sind wir noch mal bei Elmar Thewissen in Washington. Jetzt bekommt die Ukraine vielleicht, Elmar, die EU-Mitgliedschaft angeboten oder die Kandidatur dafür. Ist das mehr eine Art Trostpflaster, eben weil die NATO-Mitgliedschaft nicht mehr in Frage kommt? Naja, da sagt man hier in Washington, da gibt's ja auch den Artikel 42.7 in den EU-Verträgen, der auch eine Beistandspflicht auslöst, wenn ein Land angegriffen wird. Allerdings wird's nicht ganz gezielt nur auf militärisch dann fokussiert, ja, sondern das kann auch andere Formen von Beistand sein, aber es gibt diese Beistandspflicht. Mhm. Und ich will zu der Diskussion, Maybrit, wenn ich sagen darf, mal die amerikanische Sicht hier aus dem Weißen Haus ist die, dass das, was da passiert, ein Lackmustest, ein Weckruf ist für ganz Europa. Deswegen ist der amerikanische Präsident am 26. März im Königlichen Schloss in Warschau so aufgetreten, dass er gesagt hat, hey, hier ist der Beweis für das, was er schon eine ganze Weile behauptet. Die Welt befindet sich in der großen Auseinandersetzung zwischen Autoritarismus und Demokratie. Und die Länder Osteuropas, nicht alle, aber viele haben ihm das abgenommen, dass da jetzt einer ist, der sagt, ja, das ist die Auseinandersetzung, die USA sind an eurer Seite und wir erwarten, dass alle Bündnispartner das auch sind. Und interessanterweise war ja schon vor dem Ukraine-Krieg es so, dass vor allen Dingen in Paris und in Berlin und in einigen anderen westeuropäischen Hauptstädten den Amerikanern nicht geglaubt wurde, als sie gesagt hatten, dass der Aufmarsch stattfindet, dass Putin diesen Krieg beginnen wird. Ja. Da sind CIA-Informationen weitergegeben worden bis zum Abwinken und es wurde nicht geglaubt. Dann ist es passiert und dann sagt der Präsident, so und jetzt kommt im Grunde genommen der Test, wir müssen alles tun, dass der Autoritarismus nicht gewinnt. Und wenn man dann das Wort Zeitenwende in den Mund nimmt, so wird das hier in Washington gesehen, dann müssen ja auch dementsprechend die Taten folgen. Die Wahrheit ist aber, so wird das hier wahrgenommen, vor kurzem war hier das Leaders Meeting der Münchner Sicherheitskonferenz in Washington, da wurde sehr klar, dass die Europäer, aber vor allen Dingen die Deutschen der Meinung sind, nee, das ist erstmal nur der Imperialismus von Putin. Den müssen wir stoppen und dann gucken wir mal, wie sich das wieder zurechtschüttelt. Aber wir haben es hier nicht mit der ganz großen Auseinandersetzung zwischen Autoritarismus und Demokratie zu tun. Und deswegen kann sowas passieren, wie heute passiert ist. Heute hat der russische Präsident sich quasi in eine Reihe mit Peter den Großen, den Zaren, gestellt und gesagt, man hat ja jetzt eigentlich nur das Territorium wiedergeholt, was eigentlich Russland gehört. Und am gleichen Tag laufen Teile der russischen Flotte aus in der Ostsee und stellen eine Bedrohung dar für Finnland und Schweden. Bis zu dem Punkt, dass heute am Abend der finnische Präsident und das schwedische Königspaar auf Åland, dem neutralen Gebiet einer Inselgruppe, die da liegt, die Finnland verwaltet, aber die als neutral gilt, wo Russland auch Interessen hat, die zu einem Jahrestag, zu einem Jubiläum da gewesen sind, holter die Polter diese Feierlichkeiten verlassen haben. Warum? Weil sie sich bedroht gefühlt haben mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das kann ich nicht beweisen. Aber das heißt doch, dass ein Putin weiter diese Drohungen ausführen kann. Und die große Frage ist, die sich dann auch die Osteuropäer stellen, wo sind dann die
Regierungen in Berlin, in Paris und anderswo, die mal öffentlich sagen, das geht so nicht, und die das verteidigen und alles tun, damit Finnland und Schweden möglichst schnell in die NATO kommen. Und wir sind, Frau Sasse, um diesen Gedanken aufzunehmen bei der Frage, was tun die Länder Deutschland und Frankreich jetzt klugerweise, um diesen Eindruck zu zerstören, dass sie eben nicht mit der gleichen Emphase, mit der gleichen Importanz genau dieses Ziel verfolgen? Ein wichtiger Moment jetzt im Juni wird sein, die Entscheidung, ob die Ukraine den Kandidatenstatus bekommen kann für die EU-Mitgliedschaft, die dann noch sicher ein langer Weg wäre. Ja. Wie glaubwürdig ist es, wenn da auch Georgien und Moldau mit dabei ist und man auch weiß, wie man vorher mit ihnen umgegangen ist? Okay. Es muss glaubwürdig sein, und das wird natürlich auch den EU-Erweiterungsprozess verändern, das wird die EU verändern, aber da gibt es in der jetzigen Situation eigentlich kein Zurück und kein Zaudern. Und da würde man sich jetzt wünschen, dass sowohl aus Paris als auch aus Berlin ganz klare Zeichen kommen, dass das unterstützt wird. Und der Kandidatenstatus ist ja in der EU-Logik nur der erste Schritt von ganz vielen. Und dann dauert das heißt, das könnte länger dauern, muss ja auch nicht so lange dauern, wie es bei einigen gedauert hat. Aber das wäre jetzt ein wichtiges politisches Signal. Und es ist auf keinen Fall ein Trostpflaster oder nur etwas Symbolisches. Und auch wenn man diesen Status hat und wenn dann noch mal abgestimmt wird, dass auch Verhandlungen beginnen könnten, dann werden auch weitere Mittel frei. Dann kann man über auch weitere Reformen in der Ukraine, da kann man über Wiederaufbau der Ukraine ganz anders nachdenken, als man das ohne diesen ersten Schritt könnte. Das heißt, davon hängt viel ab. Und hinzu kommt natürlich die große Bedeutung, die das für die Ukrainer und Ukrainerinnen zum jetzigen Zeitpunkt hat. Also das Signal, was davon ausgeht. Aber dann auch aus der praktischen Überlegung her, wenn es zum Beispiel heißt, das wären hohe Kosten, die da auf die EU zukommen, die kommen ohnehin über den Wiederaufbau auf die EU zu. Das heißt, besser macht man es doch dann in diesem Rahmen und gibt auch der EU da eine aktive Rolle, auch diesen Prozess, der ja auch lange dauern wird und der wirklich viel kosten wird, mitzugestalten und mit den Ukrainern zusammenzugestalten. Das Argument von Frau von der